Video-Blogs Abschied vom Dach und im Wasserfall stand, 23.12.2017, 12.16 Uhr Seitenanfang. Spannende Geschichten, ungewöhnliche Einblicke und bewegende Momente haben die ARD-Korrespondenten in ihren Video-Blogs in diesem Jahr gezeigt. Nun verabschieden sie sich unter anderem mit einer Schlauchbootfahrt hinein in die größten Wasserfälle der Welt. Der Videoblog-Abschied Videoblog, 23.12.2017 Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein, H264, Mittel, H264, Groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau. Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird, sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR-Videoplayer und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das Überlass-Szene-Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige, online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitskin oder Overlay. Der Videoplayer wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR-Videoplayers erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital-Rights-Management-Systeme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.